Und natürlich hat immer eine gewisse Gefahr gespielt, beim ersten, beim zweiten und auch beim dritten Mal. Und es wurde jedes Mal besprochen, wie gehen wir damit um, weil jederzeit könnte irgendetwas passieren. Aber wir haben uns immer sehr gut informiert und haben immer versucht, das so sicher wie möglich für uns zu gestalten. Ich bin der Betreiber des Kinos und gebe auch dann gleich weiter an unseren ersten Gast, der Sie dann auch durch den weiteren Abend führen wird, den Produzenten von Essensfilm, Herrn Dofgall. Ich mache dann auch mit Einladungen weiter, und zwar Assel Özerslan, der Regisseurin von dem Film, kommt jetzt auf die Bühne. Wir kommen jetzt heute aus Hamburg, ne? Und es sieht ein bisschen anders aus hier, dort war das alles pompös. Das war ein Studio Hamburg Nachwuchspreis. Wir waren da nominiert, waren unter den besten drei, haben keinen Preis bekommen. Wir waren auf jeden Fall die ersten von denen, die das verdient hätten. Das war so eine Ansage von dem Moderator. Das müsst ihr entscheiden später. In Delilah geht es um eine junge Frau, die in Deutschland groß geworden ist und sich dann entscheidet, in die Heimatstadt ihrer Eltern oder in ihren Geburtsort zurückzukehren, nach Cizre, in eine Stadt, eine Kurdenhochburg an der syrisch-irakischen Grenze in der Türkei. Und sie wird dort Bürgermeisterin, und in dem Film erzähle ich, wie sie als Bürgermeisterin in dieser Stadt arbeitet. Ich hatte einen Artikel über Leila gelesen und hatte gesehen, dass eine junge Frau, die so alt ist wie ich, in einer Kurdenhochburg in der Türkei an der syrisch-irakischen Grenze jetzt Bürgermeisterin ist. Und das hat mich schon sehr verblüfft, und ich habe mich gefragt, was macht so eine junge Frau dort, und habe dann angefangen zu recherchieren, viel über Cizre erfahren, was in den 90er Jahren dort passiert ist, dass dort Leute verschleppt wurden, dass Leilas Vater selbst PKK-Kämpfer war, getötet wurde, und sie dann halt dort Bürgermeisterin ist, hat mich schon sehr erstaunt. Und dann bin ich nach Cizre hin und habe gesehen, dass sie hat auch als Bürgermeisterin die Aufgabe, infrastrukturell dort was zu machen. Aber sie hat sich halt wirklich bemüht um Parks und um Bäume. Und da habe ich gemerkt, dass sie versucht, so die Narben ihrer Kindheit zu verdecken. Also dass sie selber ihre Kindheit nicht erleben durfte in Cizre und immer das Bedürfnis hatte, irgendetwas zurückzugeben. Und deshalb war sie immer so sehr leidenschaftlich, was die Bäume angeht. Zumal die Kinder wirklich immer auf der Straße gespielt hatten und keinerlei Schutzraum hatten. Und es wurden ja auch in Cizre Kinder getötet durch Polizei. Und als ich das gesehen habe, und gesehen habe, wie die Vergangenheit und die Gegenwart trotzdem irgendwie noch so nah beieinander liegen oder wie die Vergangenheit sie noch so beeinflusst, war das ein Grund, dann zu sagen, ich möchte wirklich einen Film über sie machen und gucken, wie sie das dort meistern wird. Wir hatten in ein paar Diskussionen eine interessante Anmerkung, wo die Menschen gefragt haben, ist das nicht naiv, wenn eine aus Deutschland blicken, darauf, was dort hinten unten passiert, dass die dahin geht mit dem Absicht, mit anscheinend nüchternem Absicht, da die Welt zu verändern. Halten Sie das für naiv? Die Frage überrascht mich jetzt, weil das ging mir jetzt im Film überhaupt gar nicht so, sondern da ist jemand mit einer unglaublichen Kraft, mit einer Energie und dem Erleben, man kann auch eine Gesellschaft so organisieren, wie wir sie haben. Und mit diesem Mut und mit dieser Energie
also naiv fand ich es jetzt nicht, dass das immer Rückschläge und so weiter hat, das ist klar. Nee, den Eindruck hatte ich jetzt gar nicht. Vielleicht viel eher, ich selber war in den 80er Jahren fast in der Nähe, habe die Entwicklung in der Türkei immer intensiv verfolgt und ich sag mal, diese auch persönliche Enttäuschung, ein Volk, ein Land, was sich sozusagen so entwickelt, wie man parlamentarisches Gefühl hat, jetzt geht was vorwärts, so ein Riesenland entwickelt sich positiv und dann diese Rückschläge, das ist einfach auch bitter. Das Konzept hat sich tatsächlich verändert. Das ursprüngliche Konzept war, viel mehr in Cizre zu bleiben, viel mehr in Cizre zu drehen und auch die Stadt auch noch mehr einzufangen und auch noch, vielleicht noch ein bisschen mehr über die Leute vor Ort zu erzählen und zu gucken, wo sind die Reibungen zwischen der Bevölkerung und Leyla und wie schafft sie den Balanceakt zwischen der türkischen Regierung und der kurdischen Bevölkerung. Das haben wir immer noch auf eine Art und Weise drin in dem Film, aber es kommen ja dann notgedrungen wichtigere Themen irgendwann auf den Plan, weil ja die Stadt blockiert wird, weil ja die Ausgangssperren kommen und so weiter und Anschläge stattfinden. Daraufhin mussten wir natürlich all das, was dort passiert ist, einfangen und auch dem einen gewissen Schwerpunkt geben. Den Film an die veränderten Situationen anpassen, weil es gab eine Phase, da konnten wir nicht mehr nach Cizre. Wir hatten keinerlei Kontakt zu Leyla, wir wussten noch nicht mal, ob es ihr gut geht. Und wir saßen da, das ganze Team, und wussten gar nicht, wie wir diesen Film überhaupt noch fertigstellen können. Aber in erster Linie war natürlich auch das Menschliche da. Was ist mit Leyla? Wie geht es ihr überhaupt? Und in der zweiten Etappe war, wie können wir diesen Film überhaupt beenden? Und dann habe ich gedacht, wir warten und die Familie in Deutschland wartet genauso. Deshalb ist es halt ein sehr guter Spiegel für uns, ein Spiegel für das Team auch genauso gut. Und dann sind wir dorthin gefahren, haben die Familie gedreht und haben dann auch angefangen, Telefonate mitzuschneiden. Und da sind dann diese Szenen in Deutschland entstanden mit den Anrufen und mit den Stimmen aus Cizre, von der Mutter, von Leyla, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was überhaupt in Cizre stattfindet. Und als ich dann irgendwie mal einen Kontakt zu ihr hatte, war das sehr, sehr komisch, dieses Gefühl von, man ist in Deutschland, hier läuft alles gut und sie erzählt mir von ihrem besten Freund, der gerade erschossen wurde. Also das war fürs Team oder auch für mich, ich habe ja mit ihr persönlich gesprochen, das war dann unglaublich schwierig zusammenzubringen im Kopf. Und dann war natürlich die Frage, wie wird man jetzt diesem Thema gerecht? Wir hatten ein visuelles Konzept und da ging es stark darum, Leyla immer irgendwie von der Distanz aus zu filmen, weil sie ja die Bürgermeisterin ist und auch sie viel zu beobachten, zu gucken, wie reagieren die Leute auf sie, wie reagiert sie auf die Leute. Dann ist sie ja auch sehr auffällig mit ihren blonden Haaren, mit ihren engen Klamotten und das war natürlich immer ein schöner Kontrast zu den Menschen dort vor Ort. Und visuell war uns auch wichtig, die Landschaften immer einzufangen, weil das war immer so der Sehnsuchtsort, die Berge als Sehnsuchtsort. Und da wusste ich, okay, da könnte man eventuell auch die Stimme von Leyla drüber legen, weil es ja viel mit Erinnerungen auch, weil wir viel mit Erinnerungen arbeiten und Leyla auch viel von Erinnerungen spricht. Da haben die Landschaften sehr gut dazu gepasst. Und später brechen wir das auch auf, weil ich ja dann drehe und da sind wir auch Leyla noch mal näher auf eine Art und Weise, weil sie auch keine Bürgermeisterin mehr ist. Deshalb haben wir so ein bisschen auch im Film eine Veränderung in der Ästhetik, die aber dann auch den Inhalt wiedergibt, wie sich das verändert hat. Mein Vater, er wurde erschossen. Meine Mama hat sich darum gekümmert, mich nach Deutschland zu bringen. Ich habe immer viel gelesen über die Türkei und den Kurdenkonflikt und warum mein Vater ums Leben kam.
Es war oft die Frage auch, die an uns gestellt wurde, ist das denn jetzt, erklärt der Film dem Zuschauer ausführlich die politische Situation im Südosten der Türkei? Versteht man die Grundlage von diesem Konflikt? Ist das wichtig für den Film oder ist das mehr eine persönliche Geschichte von einer Frau, die viel riskiert, um irgendwas zu bewegen im Leben? Was ist das für Sie? Also ich fand es vielmehr ein Film, der die Begeisterung für Demokratie herüberbringt. Diese Freude über das Erringen, das Erreichen, im Parlament vertreten zu sein, Teil der Gesellschaft zu sein, das hat er für mich vermittelt. Und gleichzeitig dachte ich, ich kenne selber viele Leute, die Verwandte, Angehörige, Freunde haben, die jetzt im Gefängnis sitzen, dieses sozusagen auch noch die Hoffnung auf den Rechtsstaat. Und wenn man weiß, dass aber Tausende von Staatsanwälten, von Richtern inzwischen im Gefängnis sitzen und dann auch diese Hoffnung auf ein gerechtes Verfahren verschwindet, das waren so die zwei Elemente, die mich beeindruckt haben oder erschüttert haben. Wir haben sehr lange am Sounddesign gearbeitet. Und da ging es darum, die Atmosphäre wiederzugeben, die wir dort vor Ort empfunden haben, insbesondere in der Zeit vor den Wahlen. Da hatten wir eine gewisse Enge und auch irgendwie, ja, da gab es Momente, wo wir uns als Team auch sehr unwohl gefühlt haben. Und das sieht man durch die Bilder nicht so stark, erst später, das entwickelt sich ja. Und der Ton entwickelt sich dahingehend auch. Also es wird teilweise dann halt auch unbequemer. Und da haben wir sehr lange dran gearbeitet. Ich glaube, einen Monat mit dem Sounddesigner zusammen, um das Ganze zu kreieren und insbesondere auch der Landschaft nochmal nochmal eine Räumlichkeit zu geben, dass man da hinten noch den Vogel oder auch den Wind hört. Wind hat auch eine ganz große Rolle gespielt oder auch Baumblätter, dass man die hört, das war uns alles sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem sollte das nicht auffällig sein, das sollte alles sehr subtil sein, auf eine Art und Weise wie irgendwie passt das nicht da rein, aber man kann das nicht so ganz zuordnen. Das war uns ganz wichtig. Es sollte nicht durchschaubar sein. Also es hat zum Konzept gehört, dass wir keine Filmmusik haben. Was mir sehr wichtig war, das mag ich generell bei Dokumentarfilmen, ist viel mit Sounddesign zu arbeiten. Und aber auch, es kommt sehr viel kurdische Musik generell im Film vor. Und wenn wir da nochmal eine eigene Musik gemacht hätten, das hätte total in Konkurrenz zueinander gestanden. Und ich glaube auch, dass das zu viel gewesen wäre für den Zuschauer. Und was ich auch noch zum Konzept sagen wollte, ist, was uns sehr wichtig war, war in erster Linie keine Interviews zu haben. Ich arbeite oft mit Direct Cinema. Mein erster Langfilm hat überhaupt keine Interviews. Und in diesem Film sollte das auch so stattfinden. Es sollte komplett nur durch Beobachtungen funktionieren. Als wir dann aber abbrechen mussten, habe ich gesehen, wir können die Dramaturgie nicht mehr aufbauen. Daraufhin hat sich dann wirklich diese Off-Stimme von Leila entwickelt. Die haben wir dann erst im zweiten Schritt aufgenommen. Hiç istemiyordum gelsin. Çünkü ben Cizren'in şeyini biliyordum. Yani kodda hiç keyfim rahat ya Leyla çeviriyor. Men doch was nicht. Men go kachik au guna blona ka ta do yo do razilo yo do ne gert ne ets ne seri. Ich bin da doch was. Dann mach ich da jema yo. Mu çok acıdır bir sakin. O benim keyfim geliyor burada kalmak. Hoşa kadar. Kide. Cizre su bir. Hiç keyfim yok. Hiç başı jenedik. Ben de pola çetire. معلومت او دمت نو تو یک نو تو دو نو تو نه خود هنگش نو خراب تر تری بی نوجی همه تی کشتن او دبنوی تمام تی نه بجا هنگی دگرتن دبرو من داد کنه تنها زانی جنوجی واکی بر Die Eingangssequenz des Filmes ist Archivmaterial aus den 90er Jahren. Da sieht man, wie in Cizre sich die Leute zusammengetan haben an Nevruz, was sie immer wieder gemacht haben, was aber verboten war von der türkischen Regierung. Und dann rollen die Panzer und man sieht ja halt auch, wie die Panzer auf die Leute zufahren und wie sie eigentlich mit diesen riesen Kriegs
Maschinerien eigentlich bedrohen und das ist authentisches Material, ja. Ich habe dann recherchiert und habe auch im Internet auf YouTube Material gefunden von Gisre aus den 90er Jahren. Und dann war es aber für die Produktion nochmal eine große Aufgabe, weil wir wirklich jetzt nicht YouTube-Material verwenden wollten, an das Originalmaterial ranzukommen. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass es in Brüssel kurdische Sender gibt. Und da hatte ich über meine Dozentin Heidi Spekonja auch erfahren, dass es dort dieses Material gibt. Und dann musstet ihr daran, um dieses Material zu kriegen. Hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben es am Ende bekommen. So war das dann. Das ist mein Director's Cut, was wir gerade im Kino sehen. Es gibt noch eine andere Version, die dann später im Fernsehen laufen wird. Die ist eine gekürztere Version, aber im Kino wird man den Director's Cut sehen. Die Fernsehfassung ist nochmal kürzer, aber dadurch intensiver, sagen wir mal. Und die Kinoversion ist komplexer. Spricht auch miteinander, das ist auch wichtig. Wir sind auch da. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön, Anne. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und gehen Sie bitte ins Kino. Und danke für die anregende Diskussion. Ich weiß, dass es schwer ist in der kurdischen Politik in der Türkei. Aber ich würde niemals aufgeben. Ich muss dafür sorgen, dass den Menschen nichts passiert.